zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit einem unglaublich neuen alten Setup und ich habe mich richtig gut fertig gemacht. Wie ihr seht, ich bin wie immer ganz frisch unterwegs um das blühende Leben, weil es mir richtig gut geht, nämlich nicht so wirklich, mir geht es nicht so wirklich gut. Deswegen mache ich mir jetzt auch gerade nicht so wirklich die Mühe, mich rauszuputzen, aber ich denke mal, ihr habt da alle Verständnis für. Der Grund dieses Videos ist ein Update. Ein Update, dass ich euch jetzt sagen kann, was hier so los ist. Ich denke mal, ihr habt es schon am Titel und allen möglichen gesehen. Ich werde euch jetzt nach und nach erzählen, was es hier so Neues gibt. Viel Spaß beim Video. Dann fange ich mal als allererstes mit der größten Veränderung an, würde ich mal so sagen. Einige von euch haben es schon geahnt. Ihr habt wahrscheinlich auf Instagram mitbekommen, dass ich sehr, sehr viel von meinen Sachen seit Wochen schon am Verkaufen bin. Das liegt daran, dass wir leider wieder umziehen müssen werden. Das hat ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Einerseits berufstechnisch von Dales Seite her, andererseits durch meine Schwangerschafts-, hier meine Hyperemesis, meine Krankheit und sowas alles, dass wir wieder umziehen. Wir werden uns auch um ein ganzes Stück verkleinern. Wir werden zum Ende Februar umziehen und eben weil wir uns so ein ganzes Stück verkleinern werden, wohnungstechnisch, müssen wir uns auch von einigen Möbeln trennen. Deswegen halt dieser Verkauf. Dementsprechend hat sich natürlich dann auch die Frage ergeben, du kannst ja jetzt gerade nicht arbeiten, weil du ja krank bist mit deiner Hyperemesis, mit meiner, ne, diese Schwangerschaftserbrechgedöns da, ihr wisst schon, dass dann viele gefragt haben, was ist denn gerade mit deiner Tagespflege, kannst du arbeiten, wie machen es die Eltern, arbeitest du weiter, machst du die zu, pipapo. Und das hängt ja alles natürlich so ein bisschen zusammen. Also es ist so, dass ich zwischenzeitlich immer wieder gearbeitet habe und dann aber wieder so krank geworden bin, dass ich nicht arbeiten konnte. Das heißt, ich bin gerade krankgeschrieben, meine Eltern haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt Vertretung bekommen, da jetzt aber krankheitsbedingt fast klar ist, dass ich wahrscheinlich bis zur Entbindung nicht mehr wirklich verlässlich arbeiten kann, ist es einfach ratsamer, dass die Eltern sich jetzt eine neue Tagesmutter suchen, einfach aus dem Grund, weil die Vertretung nicht dauerhaft gewährleistet werden kann in einem durch über Monate, wenn die Tagesmutter, also ich in dem Fall, für einen langen Zeitraum krankgeschrieben ist. Das muss nicht eine Schwangerschaftskrankheit sein, das hätte ja auch sein können, dass man sich zum Beispiel, keine Ahnung, die Hüfte bricht oder eine schwere OP hat und man ganz lange im Krankenhaus liegen muss, dann würde das genauso ablaufen. Genau. Dann nochmal zu der Wohnung. Die Wohnung, die wir jetzt anmieten, ist wie gesagt um einiges kleiner. Viel kleiner. Da könnte ich von der Größe her Tagespflege mit weniger Kindern machen. Das Problem war einfach, oder das Problem ja war, dass mir diese Wohnung erst... Also ich habe quasi bei meinem Jugendamt nachgefragt, wie ist es denn? Ich muss jetzt auf Wohnungssuche gehen. Ich brauche einmal die Richtlinien für die Kindertagespflege von zu Hause, wie es ist mit den Quadratmetern, mit der Etage und mit der Größe und Quadratmetern und sowas alles. Und der Knackpunkt war halt die Etage. In Bochum habe ich ja schon als Tagesmutter gearbeitet. Da ist es nur erlaubt, im Erdgeschoss eine Tagespflege zu haben. Und mir wurde hier in Essen gesagt, hier wäre das ganz, ganz anders. Hier könnte man auch im dritten Stock eine Tagespflege eröffnen. So, dann damit, mit der Info bin ich halt losgelaufen, haben mir ganz viele Wohnungen angeguckt, pipapo, und demnach auch einen Mietvertrag abgeschlossen. Und als dieser Mietvertrag dann abgeschlossen war, wurde mir gesagt, oh, da haben Sie eine Fehlinfo bekommen. Dritter Stock ist gar nicht erlaubt, da können Sie keine Tagespflege drin machen. Und damit hatten wir dann den Salat. Ich war immer wieder im Krankenhaus und wir hatten hier bereits gekündigt, hatten da bereits einen Mietvertrag. Das ist nicht einfach so rückgängig zu machen und in der Situation, in der wir jetzt gerade sind, auch nervlich nicht wirklich machbar und da muss man auch wirklich abwägen, ist es das jetzt wirklich wert, sich da diesen Stress wirklich zu machen und sich diesen Druck noch aufzuhalten, jetzt innerhalb eines Monats noch eine komplett neue Wohnung zu finden, in der man arbeiten kann, die man aber auch schön findet, die von der Lage her passt, ne, ist so die Frage und wir haben uns definitiv dagegen entschieden. Das heißt, ich bin nach wie vor Tagesmutter, ich bin aber einfach krankgeschrieben. Sobald das Baby da ist und ich dann, sag ich jetzt mal, wieder im Leben angekommen bin und sich das alles mit dem kleinen Wurm so ein bisschen eingependelt habe, werde ich als Tagesmutter auch ganz normal wieder einsteigen. Dann werde ich mir wohl Räumlichkeiten mieten, so wie ganz viele andere das halt auch machen. Daher dann halt auch der Grund, warum ich so viele Sachen aus meiner Tagespflege verkaufe. Julie wird in der neuen Wohnung ein deutlich kleineres Zimmer haben. Lasst mich nicht lügen. Ich schätze jetzt mal, ich habe keine Ahnung, wie groß das jetzt wirklich ist.
12, 13 Quadratmeter, auf jeden Fall viel, viel, viel kleiner, dass ich natürlich, geschweige denn, ihre Kinderzimmermöbel alle mitnehmen kann und alle Sachen von der Tagespflege würde ich wahnsinnig gerne. Aber das andere Ding ist, dass unser Keller, den wir da auch haben, auch sehr, sehr klein ist. Das heißt, ich muss wirklich minimieren. Deswegen habe ich so viel online gestellt und so vieles verkauft. Das heißt, wenn ich dann Räumlichkeiten miete und dann wieder eröffne, sage ich jetzt mal, meine Tagespflege, die ja nach wie vor besteht, also ich unterbreche nicht, ich bin nur krankgeschrieben, muss ich dann wieder halt neu anschaffen. Das ist doof, aber wir hatten jetzt auch nicht wirklich die Zeit, da so unglaublich große, wahnsinnig tolle Pläne zu schmieden, weil die, die meine Videos verfolgen, die wissen, was hier gesundheitlich auch einfach los war. Das war überhaupt nicht drin. Deswegen sind wir jetzt mit der Lösung, so wie wir sie jetzt haben, ganz zufrieden. Weil ich meine, wir haben auch jetzt nicht wirklich andere Möglichkeiten dazu, aber wie gesagt, Ende Februar, Anfang März sind wir dann in der neuen Wohnung und wir sind hier dementsprechend auch schon in den Umzugsvorbereitungen und das hat aber alles ein bisschen gedauert, bis das halt wirklich in trockenen Tüchern war, dass ich euch davon auch erzählen konnte. Ja, dann gibt's noch was Neues. Eigentlich nicht wirklich was Neues, was ich einfach nur so mal einwerfen wollte. Ich benutze seit 2,5 Monaten bestimmt keine Stoffwindeln mehr. Das hat nicht den Grund, dass ich Stoffwindeln nicht mehr toll finde. Ich bin da immer noch 100% dafür. Aber als diese ganze Sache, oder das sind schon 3 Monate, schon länger, als diese ganze Sache mit meiner Hyperemesis angefangen hat und ich oft im Krankenhaus war und ich nur gelegen habe und quasi für nichts mehr zu gebrauchen war, habe ich das irgendwann mit der Wäsche nicht mehr hingekriegt. Die Wäsche hat sich getürmt, Stoffwindeln, wer mit Stoffwindeln wickelt, der weiß, das produziert sehr, sehr viel Wäsche. Da habe ich dann schon gesagt, pass auf, ich bin jetzt gerade so krank, ich benutze jetzt gerade mal kurz Wegwerfwindeln. Ich hatte immer die Problematik, oder beziehungsweise, wir haben ja seit Geburt mit Stoffwindeln gewickelt. Und von daher wusste ich gar nicht, ist Julie jetzt allergisch auf Wegwerfwindeln oder nicht. Da gab es aber mal ein paar Situationen, da hatte ich dann keine normale Windel dabei, als sie noch ganz, ganz klein war und da hatte man dann mal eine Wegwerfwindel angezogen und dann hatte sie halt voll den Ausschlag und so und dann dachte ich mir so, boah, du hast alles richtig gemacht, dein Kind ist hyperallergisch. Welche benutze ich da jetzt gerade? Ich hatte zwischendurch mal eine Sorte von Pampers, ich weiß nicht welche das ist, die hat sie gut vertragen und jetzt gerade eine von Edeka, keine Ahnung. Jedenfalls, habe ich gedacht so, ja, wenn es wieder besser geht, gehst du wieder zurück zu den Stoffwindeln. Ich habe ja alles hier. Nur entlaste mich gerade mal selber. Warum soll ich mir noch mehr Stress machen? Ich schütze die Umwelt, wo ich kann, sage ich mal, mit meinem Nachhaltigkeitskram. Aber wenn ich halt gerade nicht kann, warum soll ich mir das Leben unnötig schwer machen? So, dann sind wir in den Urlaub geflogen und kommen aus dem Urlaub wieder. Einen Tag später geht die Waschmaschine kaputt, Leute. Ist das nicht... Das ist doch immer so, man hat doch immer so einen Lauf, wenn irgendwas richtig scheiße ist und dir geht so richtig scheiße und dann kommt eine Kacknachricht nach der nächsten und dann geht dir noch die Waschmaschine kaputt und du hast so den ganzen Berg vom Urlaub, den du waschen musst und wolltest eigentlich wieder mit Stoffwindeln loslegen. Genau, die Stoffwindeln, die haben wir ja sogar im Urlaub benutzt. Im Urlaub haben wir die benutzt. Genau so war das. Da hatten wir, genau, im Urlaub haben wir Stoffwindeln benutzt und haben die dann teilweise mit der Hand gewaschen und dann zwischendurch mal mit der Maschine und so. Kam dann nach Hause, dann wollte ich die alle durchwaschen und musste Dale die hier zu Hause noch in der Badewanne waschen, weil unsere Waschmaschine dann plötzlich kaputt war. Das hat dann 3 Wochen gedauert. Wir wussten nicht, ob die kaputt ist, weil die ist relativ neu, die ist 2 Jahre alt. Das ist kein Alter für eine Waschmaschine. Ja, wussten wir nicht, ob die jetzt kaputt ist. Dann haben wir jemanden gerufen, der sich das Ding mal anguckt. 2-mal kam keiner. Einmal kam derjenige zu spät und hat gesagt, ja, hat da irgendwas gefummelt. Dann ging die wieder für 2 Stunden, danach war sie wieder kaputt. Dann haben wir uns den Fritzen nochmal geholt, eine Woche später. Und dann hat er die wohl repariert, seitdem geht sie auch wieder. Aber dann ging das gesundheitlich wirklich so bergab mit mir, da war ich dann auch wieder im Krankenhaus. Und da sind wir dann einfach gerade auf den Wegwerfwindeln hängen geblieben, weil wir hier einfach mit Umzugsvorbereitungen, mit meinem Schwangerschaftsleiden erbrechen, sage ich jetzt mal, mit Haushalt, mit allem hier irgendwie sowas von ausgelastet und teilweise auch überfordert waren, dass Stoffwindeln on top da einfach nicht mehr reingepasst haben. Passt einfach gerade organisatorisch gar nicht und sagen wir mal ehrlich, warum soll ich es mir jetzt gerade so schwer machen? Sobald wir umgezogen sind und ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, werde ich da sofort wieder mit anfangen. Aber ich dachte, es ist mal ganz interessant, dass ich das mal in so einem Video auch erwähne, weil da heißt es dann mal, oh, jetzt nimmst du keine Stoffwindeln mehr. Doch, aber es gibt halt auch einfach bei Stoffwindeln-Mamas, die absolut gegen Wegwerfwindeln sind, meiner Meinung nach. Also ihr könnt die benutzen, habe ich gar kein Problem mit und ich
finde, wenn ihr damit total glücklich seid mit euren Wegwerfwindeln, ne, da verurteile ich keinen. Aber ich persönlich, für mich selber, bin da total gegen. Aber ihr seht, es gibt auch Situationen, wo auch ich darauf zurückgreife. Deswegen fand ich das mal ganz gut und so ganz wichtig, das auch mal in so einem Video anzusprechen, weil, ja, viele hätten das wahrscheinlich jetzt nicht gedacht. Aber ich dachte, ich erzähle das jetzt einfach mal hier. Dann gibt es noch eine Änderung bezüglich meiner Videos. Und zwar habt ihr vielleicht gemerkt, dass seit meinem Urlaubsvideo, wo wir auf Fuerteventura waren, dass da was mit den Kommentaren anders ist. Und zwar habe ich mich im Urlaub dazu entschieden, die Kommentare, die ihr schreibt, freizugeben. Das heißt, die Kommentare, die ihr schreibt, die erscheinen nicht sofort unterm Video, die erscheinen bei mir privat auf einer Liste und ich muss jeden einzelnen Kommentar freischalten oder halt auch nicht freischalten. Das hat den Grund, dass vor dem Urlaub das schon angefangen hat, dass... Also ich würde ja von mir aus sagen, dass ich, was so Kritik angeht oder Beleidigung und so ein Kram, dass ich da relativ entspannt mit bin und dass ich auch sage, ihr könnt mir sowieso einen Haar am Arsch lecken. So, es gibt so Leute, die wollen einfach einem auf den Sack gehen und wollen einen einfach verletzen und fertig machen und so. Weg damit, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten, also seit dieser Zeit, seit ungefähr 2 Monaten, dass Leute da wirklich einen Sport draus machen. Und das wurde mir einfach zu viel. Nicht, dass ich jetzt da irgendwie rumgeheult habe, aber es hat mich wütend gemacht. So, das hat bestimmt auch was mit meinen Hormonen zu tun, da will ich gar nicht bestreiten. Aber Fakt ist, das hat mich dann irgendwann gestresst. Zwar so unterschwellig, so, das war jetzt nicht groß oder so, aber ich habe mich geärgert, wenn ich das gelesen habe. So, und dann hab ich mich irgendwann mal mit der Annika unterhalten von Pippa Peppo und die sagte, warum tust du dir das überhaupt an? Ich lasse auch die Kommentare so durch und wenn das nicht geht, dann mache ich die weg. Warum nicht, ne? Wenn ich das doch aufregt, dann lass es doch sein, gerade jetzt in deiner Situation. Und da musste ich dann einfach eingestehen, dass die recht hat. Warum nicht? Deswegen mache ich jetzt immer so einen Kommentarcheck. Die gute Sache ist, ihr könnt euch wirklich sicher sein, dass ich jeden einzelnen Kommentar lese, weil ich muss jeden einzelnen Kommentar freischalten. Und ich möchte einfach damit bewirken, dass es für mich stressfreier ist. Ich lese diese scheiß Kommentare trotzdem, aber das Ding ist halt, wenn ich ein Video hochlade und da kommt ein blöder Kommentar so als Beispiel, das passiert innerhalb von ganz wenigen Minuten, dass da ganz, ganz viele Leute auf diesen blöden Kommentar einsteigen. Dann gibt's ein Hate, so ein Shitstorm und dann streiten sich die Leute und dann gibt's ein Battle und dann guckt man mal ein paar Stunden nicht auf sein Video und guckt dann und dann hast du einen riesen Streit unter deinem Video, ganz viel Schimpfwörter und ganz viel Beleidigung oder wo dann mit mehreren Leuten über mich oder meine Familie irgendwie hergezogen werden. Du denkst, um Gottes Willen, was ist denn da öffentlich? Mit dieser Kommentarfunktion, die ich dann einfach, wo ich dann jeden Kommentar einfach einzeln durchchecke, sage ich jetzt mal, will ich dem vorbeugen, weil das ist Stress für einen YouTuber, weil du musst diesen ganzen Kram dann auch löschen und das zieht einfach oft Kreise, da ist man sich vorher gar nicht so bewusst drüber. Und das nervt einfach ohne Ende. Das macht einem wirklich Arbeit. Ihr kriegt das nicht mit. Aber hinterher kommen da halt wirklich Gerüchte bei rum. Oder wenn es um Firmen geht, dann gibt es da wirklich ganz, ganz, ganz großen Ärger, weil man diesen Kommentar übersehen hat und dann ein riesen Shitstorm entstanden ist. Wisst ihr, was ich meine? Also ich will einfach mir mehr Ruhe, sage ich jetzt mal, damit gönnen. Mir das stressfreier machen. Und auch, sage ich jetzt mal, Problemen vorbeugen. Deswegen habe ich halt diese Kommentarfunktion. Es dauert dann halt eine Zeit lang, bis euer Kommentar freigeschaltet ist. Aber ihr könnt nach wie vor kommentieren. Und solange der Kommentar sachlich und in Ordnung ist, ist alles gut. Ich lasse auch negative Kommentare durch, wenn die denn dementsprechend auch formuliert sind. Genau, das fand ich, hat hier auch zum Update-Video gepasst. Zu guter Letzt etwas, was gar nicht so interessant ist. Ich habe mich entschieden zu echten Dreads. ihr wisst ja, ich trage seit 2 Jahren künstliche Dreads, jetzt gerade natürlich nicht. Aber ich habe mich jetzt entschieden, dass ich echte Dreads möchte. Ich werde mich jetzt bald mal, oder ich plane mich jetzt bald mal beraten zu lassen, wenn ich dann die Zeit dazu finde. Was ich allerdings noch nicht weiß, ist, ob ich die dieses Jahr machen lasse, weil ich ja im November heiraten werde. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die vor oder nach der Hochzeit haben möchte. Meine Bange ist so ein bisschen, man weiß ja nie so wirklich, wie die Dreads denn dann aussehen, wenn man die das erste Mal macht. Die stehen dann ab und die haben eine Form und die müssen ja erst eine Zeit lang filzen. Echte Dreads sehen ja erst nach einer gewissen Filzzeit und nach einer gewissen Tragezeit echt schön aus, sage ich jetzt mal. Die entwickeln sich ja, es ist ja so ein Prozess. Und ich habe halt Schiss, dass ich an meiner Hochzeit aussehe wie so ein gerupfter Vogel irgendwie, dass mir das dann nicht gefällt und dann meine Hochzeitsfotos versaut sind. Deswegen will ich mich erst beraten lassen und dann entscheide ich, ob ich das vielleicht nach der Hochzeit dann mache, weil dann kann ich auch mal eine Zeit lang scheiße aussehen, wisst ihr, was ich meine?
Genau, und ich muss auch mal fragen, ob das überhaupt so sinnvoll ist, sowas in der Schwangerschaft zu machen, so bezüglich Hormone und Spitzen und Haare dick und Haare dünn und Haarausfall nach der Schwangerschaft und sowas, alles bezüglich der Hormone. Da muss ich mich auch nochmal beraten lassen, aber das war tatsächlich jetzt der letzte Punkt auf meiner Update-Liste. Und jetzt kann es auch weitergehen mit meinen Vlogs, die ich schon für euch gedreht habe, nämlich die Umzugsvlogs, wo ich hier schon, ich sitze hier schon in komplett Kisten und Julies Zimmer ist schon hier voll die Baustelle. Ich musste damit jetzt warten bis zu diesem Video, das werde ich jetzt gleich auch schon hochladen. Genau. Ihr könnt mir da gerne alles unten in die Kommentare schreiben, mir Fragen stellen und sowas alles. Ich versuche das zu beantworten, so wie ich es schaffe. Ich bin da bemüht, aber ihr könnt sicher sein, sobald euer Kommentar erscheint, habe ich den gelesen. So, genau. Das jetzt erstmal zu meinen Updates und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!